Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, The Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir Four Sisters erledigt und den Selbstzerstörungsknopf, nehme ich mal an, gedrückt. Und ja, wir flüchten jetzt mal aus der Menschenfarm von Ezel. Ich habe gerade erst gemerkt, wie viel AP Lloyd eigentlich hat, ey. Mehr als jeder andere. Deutlich mehr. Da war der Kratos, glaube ich, doch früher immer mehr AP. Kann das sein? Der typische Charakter, typischer Hauptcharakter, der in allen irgendwie besser ist. Lloyd, ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Und den anderen auch. Ja, jetzt müssen wir nur noch China Bescheid geben und... Ich sag's doch! Das werdet ihr nicht! Dog! Ich hab doch gesagt, man hat nicht gesehen, wie er sich in magischen Feenstaub aufgelöst hat, also muss er noch leben. Nein! Ich bin einer der fünf Großfürsten der Designs. So einfach sterbe ich nicht, wusste ich doch. Großfürsten der Designs, genau. Ich reiß euch elenden Geschöpfe mit mir in den Untergang. So also blickt Phocistus, der Großheld der Designs, sein Ende entgegen. Ich bin enttäuscht. Ah, jetzt verstehe ich. Ich habe mich schon gefragt, wie ein kümmerlicher Mensch die Aura von Mana ausstrahlen konnte. Du bist Kratos. Na und? Lord Yggdrasil hat dir vertraut. Aber am Ende hast du uns verraten. Genau aus diesem Grund kann man Menschen niemals vertrauen. Nein. Warum? Nein, du Mistkerl. Lord Yggdrasil, gelobt sei die neue Ära der Halbelfen. Colette, ist alles in Ordnung? Was ist das? Nein, schaut nicht hin. Schaut mich nicht an. Lloyd, übermittle schnell die Botschaft. Aber Colette, die Auserwählte wird nicht sterben. Noch nicht sterben. Aber wenn du dich nicht beeilst, das Ende dieser Welt, tu es einfach. Ja, okay. Aha. Laut, Cutscene. Imposant. Das Signal. Verbündete des ewigen Eises. Hammer des göttlichen Blitzes. Diener von Mutter Erde. Gesandter der Finsternis. Awesome. Ich befehle euch, tretet vor mein Angesicht und entfesselt eure Kräfte. Okay, ich verlasse mich auf euch. Na, ob das gut geht? Feuert die Malerkanone! Ja, das muss doch reichen. Ja. Schön. Komm weiter, war schon wieder weg. Bams. Nein, bleib liegen. Was war das für ein Schrei? Martell, nehme ich an. Der außer Kontrolle geratene göttliche Keim ist Martell selbst. Ich frage mich...
Der göttliche Keim wurde erneut mit den heiligen Ebenen von Kalan verbunden. Dafür schulde ich euch Dank. Ich danke euch. Anscheinend habt ihr sowohl den göttlichen Keim als auch diese Welt gerettet. Wenn der göttliche Keim intakt ist, nehme ich an, dass auch Mattel, die mit dem Keim verbunden ist, unversehrt ist. Das sind sicher gute Nachrichten für dich. Ich wünschte, ich könnte dasselbe von mir sagen. Colette, die Dinge scheinen sich beruhigt zu haben. Es ist ekelhaft, nicht wahr? Es ist widerlich, nicht wahr? Es ist überhaupt nichts, Colette. Komm nicht näher, schau mich nicht an. Colette? Es ist alles in Ordnung, sie ist nur ohnmächtig geworden. Bringen wir sie ins Dorf zurück. Nach Iselia? Aber Lloyd und ich wurden verbannt. Colette ist in Iselia zu Hause. Außerdem können wir die Gefangenen aus der Farm ja nicht einfach zurücklassen. Na gut, gehen wir nach Iselia. Dann sage ich China Bescheid, dass sie euch in Iselia treffen soll. Lebt wohl. Ich verstehe. Die Engel von Kruxis waren also in Wirklichkeit Halbelfen. Bitte sprich mit niemandem darüber. Wir wollen ja schließlich keine Panik auslösen. Da hast du recht. Besonders jetzt, wo der Turm des Heils verschwunden ist. Da würde ich es nicht wagen, den Leuten die Wahrheit zu sagen. Das ist eine Frau. Der Turm des Heils ist verschwunden? Nach diesen fürchterlichen Erdbeben ist der Turm vom östlichen Horizont verschwunden. Zusammen mit diesem Monstrum. Aber wie kann er denn einfach verschwinden? Ich weiß es nicht. Die Auserwählte hat das Ritual der Erneuerung nie zu Ende gebracht. Vielleicht gab es eine Störung im Kruxis-Kernsystem, das das Erscheinen des Turms steuert. Aber das spielt keine Rolle. Doch, das tut es. Es ist ein enormer Schock für die Bewohner von Silverant. Nach einem heftigen Erdbeben verschwindet das Symbol des Heils. Man wird die Auserwählte dafür verantwortlich machen. Ja, super. Wieso? Es haben doch auch schon viele andere Auserwählte versagt. Die anderen haben ihr Versagen mit dem Leben bezahlt. Aber Colette ist noch am Leben. Also haben sich alle irgendwie gewünscht, dass die Auserwählten irgendwie verrecken oder was? Super. Wenn Menschen leiden, glauben sie jemandem die Schuld geben zu müssen. Ja, genau das habe ich gesagt. Es ist aber nicht fair gegenüber Colette. Ich werde mal sehen, was im Dorf los ist. Ja, schau du dich im Dorf um. Ich komme mit. Ja, ausgerechnet die beiden. Dann gehen wir doch alle zusammen. Klingt, als wäre es keine so prickelnde Idee, hier alleine rumzulaufen. Ich werde hier bleiben. Geht ruhig. War mir klar, du bist jetzt nicht mehr bei uns, ne? Bist du nicht? Nein. Da fehlen Colette und China. Ja, genau, China. Stimmt. Hä? Tetrahaler komplett. Okay. Sehr schön. Glaube ich. Okay, dann. Also nicht. Ja. Ja. Aber ich will nicht mit Dingen rumlaufen. Ich möchte mit. Guck mal, mit Genes rum. Einfach so. Viel Glück. Ja, können wir uns mal ein bisschen. Ja, du hast recht. Ich wollte auch gar nicht dahin. Ja, Entschuldigung. Seid vorsichtig, ja. Kommt wahrscheinlich jetzt mit Fackeln und Heugabeln auf uns los, ne? Mein Gott, schon lange her, seit wir hier waren. Gibt's irgendwo Hunde? Obwohl, ich habe ja Colette nicht dabei. Mehr. Ach ja, jetzt alles verbrannt, stimmt. Das ist das Ende der Welt. Ach. Wart's ab, wahrscheinlich kommt noch. Wahrscheinlich geht's erst richtig los noch. Na. Hat sie was? Ja, jemand wie Kratz geöffnet hat sie. Ist mir vielleicht eine schöne Auserwählte. Die Welt wird gar nicht gerettet. Im Gegenteil, ja, super. Professor Rain, Colette sind endlich zurück. Warum sind alle so wütend? Ich weiß das nicht. Alle anderen sind eher. Ich hätte gehofft, dass die Auserwählten ihren Dorf als Orakel erhalten soll. Aber bevor sie Reise zu Erwähnung geht, aber die haben was hier nicht so. Ja. Ja, ne? Gehen wir mal zu Genis und Rains Haus. Die wohnen doch hier, glaube ich. Links. Ein Hund. Oh, ein Hund.
Jetzt müsste ich Colette haben. Boah, Colette. Oh Mann. Ah. Wir können jetzt einfach hier so rumlaufen. Oh. Jetzt verstehe ich auch, warum sie die ganze Zeit irgendwie so gesagt hat, irgendwas passiert mit meinem Körper oder so. Jetzt, okay, da scheint irgendwas los zu sein. Gehen wir erstmal woanders hin. Wahrscheinlich ist das die ganze Zeit mit ihr passiert. Aber warum hat sie so Schuppen bekommen? Das verstehe ich nicht. Das ist irgendwie das genaue Gegenteil von einem Engel. Obwohl die Engel in diesem Spiel haben Laserflügel, deswegen ist das jetzt nicht so ein Logikbuch. Hallöchen. Wo kommt denn dieses Loch her? Wenn man die Form so betrachtet, dann habe ich keine Ahnung. Mein lieber Leute, aber wir beide sind ja auch nicht die hellsten anscheinend. Boah, jetzt habe ich einige Leute-Fans wahrscheinlich voll aufgeregt. Das ist ein Skandal. Verbannte kehren ohne Erlaubnis zurück. Die Auserwählte hat kläglich versagt. Das ist das Ende der Welt. Na, da hat sich ja nun gar nichts verändert. Warum regen sich eigentlich jetzt alle darüber auf? Warum ist das Ende der Welt? Ich dachte, das wird doch andauernd irgendwie gemacht hier mit einer Auserwählte. Ich setze mich mal jetzt ganz faul hin, um meinen Standpunkt zu vertreten. Na, der hat sich ja nun gar nicht verändert. Und dazu kommt, dass Leute, die wir für Elfen gehalten haben, in weit Halbelfen sind. Ich wette, ihr habt die Designs herbeigeführt, um das Dorf zu überfallen. Wie bitte? Bürgermeister, er ist doch nur ein Kind. Das ist doch völlig egal, er ist ein Halbelf. Jetzt reicht's aber, jetzt hören Sie mir mal zu. Na gut, Professor Rain und Genis sind Halbelfen. Na und? Es gibt genauso gut Halbelfen, wie es schlechte Menschen gibt. Hm, was weißt du, Knipp schon? Du wurdest von einem Zwerg aufgezogen. Kein Wunder, dass du die Reise der Auserwählten zum Scheitern gemacht hast. Und dann hast du noch einen Haufen dreckiger Häftlinge hergeschleppt. Es ist unglaublich, wie viel Leid du den guten Menschen dieses Dorfes zugefügt hast. Was? Das reicht. Passiert ihnen überhaupt irgendetwas? Und funktioniert außer ihrem Mundwerk auch noch was anderes an ihnen? Chocolate. Jawohl, gib's ihnen. Ich kann diesen Knecht keine Sekunde länger ertragen. Sie kritisieren Leute für ihre Geburt und ihre Familie, Dinge, die sie nicht ändern können. Sie sind es doch, der nicht menschlich ist. Was? Wir haben ein Abkommen mit den Designs. Ich habe die Pflicht, dieses Dorf zu beschützen, oder? Sag doch auch mal was. Genis ist die cleverste Person im ganzen Dorf. Er kann sogar Polynome in Faktoren zerlegen, das kriegen sie nicht hin. Professor Rain kann einem Angst machen, wenn sie wütend ist. Aber wenn ich die Antwort weiß, freut sie sich auch. So ein Mädchen. Leute ist hoffnungslos in der Schule, aber er ist der Stärkste im Dorf. Er hat mich gerettet, als ich von Monstern überfallen wurde. Colette fällt ständig hin und so, aber sie weint nie. Sie weint nicht mal, wenn es weh tut. Colette ist total erwachsen. Hört mal. Rain. Ruhe, ihr Kinder, verzieht euch. Diese Kinder verstehen die Wahrheit viel besser als sie. Für wen halten sie sich eigentlich? Und nicht nur sie. Alle haben die Verantwortung auf die Auserwählte und Leute und die anderen abgewälzt. Was habt ihr denn getan? Ihr habt keinen Finger gerührt. Wir sind doch machtlos. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob es eine Mann oder Frau ist. Aber selbst als Machtlose können wir die Auserwählte und ihre Gefährten unterstützen, wenn sie erschöpft ins Dorf zurückkehren. Bürgermeister, ihre Worte sind so seicht, dass selbst ein Kind sie durchschaut. Sie behaupten, machtlos zu sein und wälzen alles auf die Auserwählte ab. Aber wenn es darauf ankommt, drehen sie sich um und geben ihr die Schuld. Das geht zu weit. Phosistos ist tot. Die Beschränkungen für das Dorf sind aufgehoben. Wir nehmen die Auserwählte, ihre Gefährten und die Leute von der Farm auf. Und sie, Bürgermeister, halten sich da gefälligst raus. Genau. Leute, seid ihr sicher? Ich bin doch ein Halbelf. Aber du bist in diesem Dorf aufgewachsen. Und Leute ist auch so gut wie ein Angehöriger des Dorfs. Vielen Dank, euch allen. Bitte, macht doch, was ihr wollt. Ich bin doch nur eine gewählte Person vom Volk. Ich muss mich auch entschuldigen. Was? Du hast mich gerettet und trotzdem konnte ich es einfach nicht akzeptieren. Ich habe auf der Farm erfahren, wie nett du zu Großmama warst. Danke. Danke, Chocolate. Ich werde Marvel nie vergessen, mein Leben lang nicht. Ich auch nicht. Okay. Und was geht sonst noch so?
alle haben uns wieder lieb hier. Ist auch schön. Ist da vielleicht ein Shop? Ganz nebenbei. Wo ist überhaupt Colette? Warte mal, Rain ist irgendwie weggerannt. Wo ist sie hingerannt? Wahrscheinlich zum Haus, ne? Oder auch nicht. Da. Professor, was ist denn? Nein, nichts, nur... Nein, vergiss es. Hm? Vielleicht ist ja doch noch nicht alle Hoffnung für dieses Dorf verloren. Und ich hatte mich schon darauf gefreut, wie du den Bürgermeister in die Luft zerreißt. Ich habe Besseres zu tun, als meine Zeit mit dem Belehren von wilden Rindviechern zu verschwenden. Oho, na dann verzeihen Sie vielmals, Madame. Okay, dann haben wir es auch geklärt. Kleiner erster Schritt. よかったな、ジーニアス。村のみんなに理解してもらえて。村長は。ああいう場とはほっとけって。頭の固い人はどこにだっているわ。少しずつ私たちが周りを変えていくしかないのよ。じゃあ、イセリアは小さな第一歩ってとこだな。私にとっては大きな前進よ。え、なんて言ったの?何でもないわ。Nichts. Okay. Ach, ich glaube, ich bin ein bisschen blöd. Colette ist da oben wahrscheinlich, wo wir waren, ne? Wo wir angefangen haben. Die war oben, ne? Bin ich so blöd? Ja. Ja, ich sollte mir vielleicht mal so Sachen zum Kochen holen hier. Aber ich tue so selten kochen. Wenn man das so hochrechnet, ist da gar nicht mal so teuer. Ach. Muss mal kurz gucken, ja. Riegel. Ich möchte nicht, dass wieder Kratz hier erste Hilfe einsetzen muss. Nach den Kochkünsten von ihr. Da gibt es irgendwas, wo man die Erfahrungspunkte vielleicht und so heilen kann. Das wäre gut. Angriffsfähigkeiten, Verteidigung, Treffsicherheit. Irgendwas Einfaches. Brot zusätzlich. Ja, tun wir mal von anderen Leuten hier mal ausprobieren. Mein Gott, wie viele Sterne. Bisher hat, glaube ich, noch nie was gemacht, ne? Weil da sind ja auch Cutscenes mit verbunden und ich glaube, jeder hatte... Oder Zellos hatte, glaube ich, auch noch nicht gekocht. Ich tue ja so gut wie nie kochen. Ich habe ja noch nie, glaube ich, gekocht. Irgendwie irgendwas gemacht. Ist es meine Schuld? コレットのこと?俺があんな金目の門を作らなければ、コレットはこんなことには。その代わり、コレットは心を失ったままだった。いえ、あなたが助けなければ、コレットはクルシスによってマーテル復活の道具として殺されていたでしょうね。だ、そ、しれ。誰かが犠牲になるのは嫌だ。 誰かが苦しむのは嫌だ。その考えは間違ってはいないわ。でもね、時々もどかしくなるの。腹立たしいほどに。人はいつも一つの選択しかできないのよ。自分の選んだ真実に責任を持ちなさい。先生は厳しすぎるよ。厳しいことを言うのは Ja, schon immer EKP von dem Typen, Mann. Ja, und jetzt mögen alle wieder Colette und uns und allem drum und dran. Okay, wir haben 19 Minuten. Ich würde sagen, wenn ich zurück zu Kratos und Colette gehe, dann kommt wieder ein ganzer Haufen von Cutscenes. Deswegen mache ich schon mal hier einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.